بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad, dem edelsten aller Gesandten, und auf all seinen Nachfolgern bis an den Tag der Auferstehung. Liebe Geschwister, wir kommen heute zu unserer inshallah vorletzten Sitzung über At-Tawhid. Das Kapitel lautet auf Arabisch Babun ma ja'a fi dhimmati Allahi wa dhimmati Nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. Und zwar geht es in diesem Kapitel um die Schutzgarantie Al-Dhimma Allahs und des Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Zunächst einmal beginnt der Autor dieses Thema mit einem Vers aus dem Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, auf Arabisch lese ich erstmal vor: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Auf Deutsch: Haltet den Bund mit Allah ein, wenn ihr einen Bund geschlossen habt, und brecht die Eide nicht nach ihrer Bekräftigung. Wahrlich, Allah weiß, was ihr tut. Das sind Surat An-Nahl, Surah 16, Vers 91. Zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Dienern gibt es einen Vertrag, einen Schutzvertrag, eine Schutzgarantie. Und auch umgekehrt. Wenn wir als Diener Allahs ihn allein anbeten und ihm nichts beigesellen, keinen Schirk betreiben, dann haben wir einen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala, den wir eingehalten haben, und er wird im Gegenzug seinen Vertrag mit uns einhalten, welcher dann lautet, er wird dann niemanden von uns bestrafen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, Surat Al-Ma'idah, Vers 12: Allah hatte ja mit den Kindern Israels ein Abkommen getroffen. Und wir beriefen von ihnen 12 Obmänner, und Allah sagte: Ich bin mit euch. Wenn ihr das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet, an meine Gesandten glaubt und ihnen beisteht und Allah ein gutes Darlehen gebt, werde ich euch ganz gewiss eure bösen Taten tilgen und euch ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durch Alt von Bächen. Das ist der Vertrag. Wer ihn einhält, so wird Allah subhanahu wa ta'ala seine Verpflichtung ebenfalls nachkommen, diesem Vertrag. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Vertrag mit seinen Anhängern oder mit seiner Umma, mit seiner Gemeinschaft, mit seiner Gemeinde. Und zwar, der Vertrag lautet folgendermaßen: Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwartet von uns, dass wir ihm folgen. Er ist der einzige Mensch, dem man zu folgen hat. Das heißt, wir folgen ihm und dem, was ihm offenbart worden ist. Und wir dürfen nichts an diesen Gesetzen, an dieser Scharia, an diesem Islam insgesamt verändern. Keine Neuerungen hineinbringen. Und dann im Gegenzug ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Vertrag verpflichtet, uns die gesamte Botschaft zu übermitteln und nichts zu verheimlichen. Hier in diesem Kapitel geht es aber vorrangig darum, dass es einen Vertrag gibt zwischen zwei Parteien, wie zum Beispiel zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Leuten von Mekka im Friedensvertrag von Al-Hudaybiyah. Was hat dieses Kapitel zu tun mit dem Thema Al-Tawhid? Ganz einfach in der Hinsicht, dass wenn man solche Verträge nicht einhält, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Tawhid nicht vollkommen umgesetzt worden ist. Der Autor, Hafizahu Rahimahullah, erwähnt jetzt ein Hadith. Er sagte, وَعَنْ بُرَيْرَةَ, also ich lese erstmal die arabische Version wie immer vor, عن بريدة رضي الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. Liebe Geschwister, hören wir uns den Hadith nun auf Deutsch an, der ungefähr wie folgt lautet. Buraida radiallahu anhu überliefert über den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, dass immer, wenn er jemanden als Führer einer Truppe oder einer Expedition entsandte, diesen anmahnte, Allah zu fürchten und gut zu seiner Truppe zu sein. Er pflegte zu sagen: Geht in den Kampf im Namen Allahs und auf dem Wege Allahs und bekämpft jene, die gegen Allah ungläubig sind. Ihr kämpft und nehmt weder übermäßig von der Beute, noch brecht ihr irgendwelche Verträge, noch verstümmelt ihr die Leichen und auch tötet ihr nicht die Kinder. Und wenn ihr eure Feinde, die Polytheisten, antrefft, dann ladet sie zu drei Alternativen ein. Wenn sie einer davon zustimmen, so nehmt ihre Worte an und bekriegt sie nicht mehr. Ladet sie dazu ein, den Islam anzunehmen. Wenn sie dem zustimmen, dann ladet sie dazu ein, ihre Häuser zu verlassen und in das Land der Auswanderer, der Muhajirin, aufzubrechen. Teilt ihnen mit, dass sie nach der Auswanderung alle Berechtigungen und Verpflichtungen der Muhajirin erhalten. Wenn sie es ablehnen, auszuwandern, dann macht ihnen klar, dass sie den Stand der muslimischen Beduinen erhalten und den Anweisungen Allahs untergeordnet werden, wie die anderen Muslime. Aber sie werden dementsprechend keinen Anteil an der Kriegsbeute, Ranima, oder am Ertrag des Krieges haben, bis sie an der Seite der Muslime kämpfen. Wenn sie nicht den Islam annehmen, so tragt ihnen die Schutzsteuer, Jizya, auf. Wenn sie dem zusagen, dann haltet euch von ihnen fern. Oder dann haltet euch von ihnen zurück. Doch wenn sie es ablehnen, die Jizya zu bezahlen, dann ersucht die Hilfe Allahs und bekämpft sie. Wenn ihr bei der Belagerung einer Festigung seid und die Belagerten euch um Schutzgarantie Allahs und seines Propheten bitten, so gewährt ihnen nicht die Schutzgarantie Allahs und seines Propheten, sondern gewährt ihnen die Schutzgarantie in eurem Namen und dem Namen eurer Gefährten. Denn es ist eine geringere Sünde, wenn die Schutzbürde oder Schutzgarantie
in eurem Namen missachtet wird, als die im Namen Allahs und seines Propheten. Wenn ihr eine Festung belagert und die Belagerten euch darum bitten, sie auf die Weisung Allahs hinauszulassen, so lasst sie nicht hinaus auf seine Weisung, sondern auf eure eigene Weisung, denn ihr wisst nicht, ob ihr dazu fähig seid, Allahs Weisung und Geheiß in Bezug auf sie zu erfüllen, sie erfüllen zu können oder nicht. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist überliefert in dem im Sahih Muslim, also einem der authentischsten Werke der Muslime nach dem Koran. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat also immer jemanden, wenn er ihn als Führer einer Truppe hinausgesandt hat, erst einmal die Gottesfurcht eindringlich empfohlen und ihm klar gemacht, dass diese Sache erledigt werden muss im Namen Allahs und gemäß dem, was Allah subhanahu wa ta'ala möchte. Und dass es hier nicht um irgendeinen wilden Kampf geht und auch nicht um persönliche Ziele und auch nicht um weltliche Ziele, sondern dass es lediglich darum geht, das zu erledigen, was Gott von einem verlangt hat. Und der eingesetzte Führer ist dieser Armee, ist auch nicht eine Person, der blind gefolgt wird. Egal was sie sagt, man tut es. Nein, solange sie das sagt, was in Ordnung ist, gehorcht man ihm. Und solange diese Person etwas sagt, was verboten ist, gehorcht man ihm nicht. Und des Weiteren hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm anbefohlen, seinen eigenen Leuten gegenüber gut zu sein. Dann heißt es, geht in den Kampf im Namen Allahs. Aber das kommt natürlich, wie wir nachher im Laufe des Hadithes sehen werden, wird nicht jeder bekämpft, sondern sie werden zu einem von drei Dingen aufgerufen. Und man muss sich bewusst machen, dass das Ziel der Entsendung solch einer Truppe nichts anderes ist, als die Menschen vor dem Höllenfeuer zu retten. Das Ziel einer Truppe ist es auf gar keinen Fall in erster Linie, andere Menschen zu bekämpfen. Das erste Ziel solch einer Entsendung ist es, die Leute zum Islam einzuladen. Die Leute dazu einzuladen, die Anbetung von Geschöpfen zu unterlassen. Die Anbetung von Steinen zu unterlassen. Die Anbetung von Menschen zu unterlassen. Die Anbetung des Geldes zu unterlassen, die Anbetung jeder Sache zu unterlassen und sich auf die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala zu konzentrieren und ihm alle Anbetung zu widmen. Denn das ist der einzige Weg, durch den man ins Paradies kommen kann. Sobald man dieses Recht Allahs, und zwar das Recht auf Anbetung, mit jemandem anderes teilt, dann hat man Götzendienst begangen und Polytheismus begangen. Und dann wird man niemals auch nur den Geruch des Paradieses zu riechen bekommen. Und deswegen ist es im guten Sinne und von Vorteil für alle Menschen, wenn sie den Islam annehmen und dazu aufgerufen werden. Dann fordert der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder ermahnt sie, Allahs Gesetze einzuhalten, indem sie unter anderem nichts von der Kriegsbeute irgendwie wegnehmen und verheimlichen. Denn wenn man so etwas tut, dann ist es ein Grund dafür, dass man im Grab, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns berichtet hat, bestraft wird. Dann wird man mit der Sache, die man gestohlen hat von der Kriegsbeute, sie wird, Allah subhanahu wa ta'ala verwandelt sie in Feuer und wird damit im Grab gequält, solange Allah es will. Dann fordert der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Leute auf, keine Verträge zu brechen. Brecht keine Verträge. Und das ist natürlich der entscheidende Punkt aus diesem Hadith. Und zwar, wenn man im Namen Allahs Verträge eingeht und sie dann bricht, das ist eine absolute Katastrophe und weist auf einen Mangel in Bezug auf den Tawhid hin. Und die Gelehrten sagen, es gibt drei Fälle. Der erste Fall ist, also drei Fälle zwischen den Muslimen und den Polytheisten. Der erste Fall ist, dass zwischen
uns und ihnen kein Vertrag besteht. Dann trifft auf sie dieser Hadith zu, nach bestimmten Voraussetzungen. Der zweite Fall ist, dass zwischen uns und ihnen ein Vertrag existiert. So muss man sich daran halten und darf ihn nicht brechen, worauf ebenfalls dieser Hadith deutlich hinweist und auch die Ayah aus Ayah 7 aus Surat At-Tauba oder die Ayah 4 aus Surat At-Tauba. Der dritte Fall ist, dass zwischen uns und ihnen ein Vertrag zwar existiert, aber wir die Befürchtung haben, dass sie diesen Vertrag brechen werden. Darf man den Vertrag jetzt von muslimischer Seite her brechen? Nein, sondern man verkündet ihnen, dass der Vertrag ab jetzt ungültig ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, aber der Fall, der am ehesten auf uns zum Beispiel zutrifft, weil wir brauchen diese, müssen auch den Realitätsbezug dürfen nicht verlieren, der Fall, der am ehesten auf Muslime zutrifft, die in nicht-muslimischen Ländern leben, ist der zweite, dass es eben einen gewissen Vertrag zwischen ihnen und ihnen gibt, besonders diejenigen, die nicht Staatsbürger dieses Landes sind, sondern dieses Land hineingekommen sind, mit einem Visum oder ähnlichem, und sich deswegen an die Gesetze zu halten haben. Und es ist nicht also vorstellbar, dass jemand sagt, ich wende diesen Hadith an auf Deutschland oder Schweiz oder Österreich oder welche Länder auch immer, während er also in diesem Land lebt. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten, zu verstümmeln, Leichen zu verstümmeln, indem man ihnen Körperteile abschlägt, die Zunge oder die Nase oder ähnliches. All dies ist unnötig, macht auch keinen Sinn. Wenn der Mensch gestorben ist, dann ist er gestorben. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala den Rest übernehmen, gemäß seiner Gerechtigkeit. Danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten, dass man Kinder tötet. Das Töten von Kindern ist in diesem Hadith ausdrücklich erwähnt. Zweifellos deswegen, weil sie ja gar nicht kämpfen. Wie kann man gegen jemanden kämpfen, der einen nicht bekämpft? Kinder sind noch nicht zurechnungsfähig. Und welches Verbrechen haben sie denn begangen, dass man sie bekämpfen dürfte? Und das gleiche gilt in anderen Hadithen über Frauen. Frauen dürfen ebenfalls nicht bekämpft werden, weil sie ja auch am Kampf nicht teilnehmen. Wenn sie am Kampf teilnehmen, ist was anderes. Alte Leute, ein alter Mann oder eine alte Frau, ebenfalls, weil sie in der Regel nicht am Kampf teilnehmen. Und auch nicht Mönche, weil sie auch in der Regel nicht am Kampf teilnehmen. Alle Leute, die in der Regel nicht am Kampf teilnehmen, dürfen nicht bekriegt werden. Wallahu a'lam. Und gerade an diesen Hadithen, liebe Geschwister, erkennen wir deutlich die viele irregegangenen Muslime. Muslime, die solche Taten rechtfertigen. Und jeder, der Augen hat, weiß, wovon ich spreche. Und es geht um Leute, die rechtfertigen das Töten von Kindern oder Frauen. Und das Problem dabei ist natürlich, gerade so, wenn man Waffen verwendet, die wild um sich herschlagen, wie Bomben, bei denen man nicht kontrollieren kann, wer dadurch ums Leben kommt. Und solche Leute, die so etwas rechtfertigen, haben ein gewaltiges Problem mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbietet es und sie nennen es sogar Dschihad. Ihr seht, wie extrem diese Menschen abgeehrt sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es ist haram. Und sie sagen nicht nur, es ist halal, sondern sie sagen, es ist sogar eine gute Tat, und sie sagen sogar, wenn du bestimmte diese Taten tust, gehst du ins Paradies. Wie zum Beispiel jene, die behaupten, dass wenn man sich selbst umbringt durch so ein Attentat, dann würde man ein Märtyrer werden. Und in Wirklichkeit haben wir Beweise aus dem Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam,
dass wer sich umbringt, Selbstmord begangen hat, dass diese Person nichts anderes als die Hölle verdient. Dieser Hadith, liebe Geschwister, weist auch darauf hin, dass der Kampf überhaupt nicht, das Ziel des Kampfes ist überhaupt nicht, die Leute zum Islam zu bringen. Das heißt, die Leute zum Islam zu zwingen. Selbstverständlich macht man Dawa und ruft sie zum Islam auf und lädt sie ein, aber es ist nicht das Ziel unbedingt, dass sie den Islam akzeptieren, weil man ihnen ja auch die Wahl gibt, ihre Religion zu behalten, sondern es geht darum, den Islam als solches zu verteidigen. Dies sagte unter anderem, diese Ansicht vertritt unter anderem Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Und danach soll dieser Anführer die anderen zum Islam einladen. Sollten sie diese Einladung akzeptieren, den Islam annehmen und sich selbst erretten wollen, und sollten sie das Paradies als Ziel haben, dann sollen sie als nächste Sache dazu aufgerufen werden, ihre Wohnungen zu verlassen, ihre Häuser zu verlassen, ihr Land zu verlassen und in das Land der Auswanderer zu gehen. Also das ist gemeint hier, dass sie nach Medina umziehen sollen. Warum Medina? Weil das der Ort ist, wo die ganzen Muslime ausgewandert sind. Deswegen ist die zweite Ansicht, dass es nicht um Medina speziell geht, sondern um irgendein Land, wo man die Möglichkeit hat, seine Religion zu lernen. Dann sagte er, sollten sie dies dann tun, das heißt, sollten sie dann in das Land der Auswanderer auswandern, dann steht ihnen zu, was auch den Muhajirin, den anderen Auswanderern zusteht, und und umgekehrt eben. Und es steht auch den Muhajirin ihnen gegenüber zu, was ihnen zusteht. Es ist also nicht so, dass nur weil die Muhajirin zuerst in Medina waren, dass sie Vorrechte haben anderen Muslimen gegenüber, die erst später dort auftauchen. Es kann aber auch sein, dass sie eben in ihren Wohnungen bleiben wollen. Und das dürfen sie. Allerdings sollten sie dann wissen, dass sie dann behandelt werden wie alle anderen Beduinen von den Muslimen. Allahs Gesetz wird über sie ausgeübt, aber sie erhalten nichts von der Ghanima und Al-Fay. Der Unterschied zwischen Al-Ghanima, der Kriegsbeute, und Al-Fay, was auch eine Art Kriegsbeute ist, das Ghanima wird durch Kampf gewonnen und Al-Fay erhält man dadurch, dass eben dass der Feind eben seine Häuser räumt und abzischt. Sollten sie allerdings in ihren Wohnungen bleiben und trotzdem mit den Muslimen zusammen kämpfen, dann natürlich haben sie auch Anteil an der Kriegsbeute. Wenn sie den Islam nicht annehmen wollen und das Paradies auch nicht haben wollen und die Hölle bevorzugen, dann dürfen wir sie nicht dazu zwingen, den Islam anzunehmen, sondern es wird ihnen die Jizya angeboten. Und die Jizya ist ein Betrag, den dieser Nicht-Muslim bezahlt an die Muslime. Und im Gegenzug dafür darf er seine Religion behalten. Er darf sie auch, also das heißt, weiterhin ausüben. Und er wird sogar von den Muslimen geschützt. Das heißt, seine Ländereien werden von den Muslimen militärisch geschützt. Und er muss auch als Mensch geschützt werden. Seine Seele und auch sein Vermögen und auch seine Nachkommenschaft. Alles aufgrund der Jizya, die er bezahlt. Diese Jizya, liebe Geschwister, nur als Nebeninformation, dazu lesen wir im folgenden Hadith von Muaz ibn Jabal. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er ihn den Jemen gesandt hatte, lamma wajjahahu ila al-Yaman, amarahu an ya'khudha min al-baqari min kulli 30 tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinnatan musinnatin wa min kulli musinnatun wa min kulli halimin ya'ni muhtalimin dinaran أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. In Sunan Abi Dawud und anderswo lautet folgender Hadith, und zwar Muaz ibn Jabal
Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er ihn in den Jemen gesandt hatte, ordnete er ihm an, das geht die Zakat-Regelung, das überspringen wir, und dann heißt es, von jedem Erwachsenen sollte er einen Dinar nehmen. Das ist die Menge an Jizya. Das ist der Betrag an Jizya, den sie zu bezahlen haben pro Jahr. Einen Dinar oder den entsprechenden Wert an Ma'afir, das ist ein Kleidungsstück, eine Art Kleidung, die es im Jemen gegeben hat. Ein islamischer Dinar entspricht einem Mithqal. Und ein islamischer Dinar oder ein Mithqal ist ein Goldstück. Und das hat ein Gewicht von 4,25 Gramm. 4,25 Gramm Gold hat nach dem heutigen Wechselkurs ungefähr, ist das ein Wert von ca. 80 Euro. Das heißt, ca. 80 Euro bezahlt diese Person pro Jahr, erwachsene Person pro Jahr an die Muslime, und im Gegenzug dazu bekommt er die Rechte, die wir eben vorhin schon erwähnt haben, und natürlich nur solange die Muslime auch imstande sind, ihn zu schützen. Wallahu a'lam. Oder eben entsprechenden Wert in anderen Sachen, wie in diesem Hadith erwähnt ist, Kleider. Sollte er dazu nicht imstande sein, dann entfällt natürlich. Und sollte man auf Leute treffen, die eine Schutzgarantie haben wollen, so erhalten sie die Schutzgarantie der Leute, die sie umzingelt haben. Und nicht die Schutzgarantie Allahs und seines Gesandten, denn wie können diese Leute denn garantieren, dass sie auch wirklich das umsetzen, im Namen Allahs und seines Gesandten? Denn sollten sie diese brechen, was an sich eine schlimme Sünde ist, dann ist es umso schlimmer, dass sie im Namen Allahs und seines Gesandten gemacht worden ist. Und manche Gelehrte sagen, dies gilt nur für die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn da hatte man die Möglichkeit, zu ihm zurückzugehen und sich sicher zu sein. Und da war auch die Offenbarungszeit noch nicht zu Ende. Das heißt, es hätte noch Sachen offenbart werden können. Jetzt, nachdem die Offenbarung abgeschlossen ist und wir wissen, was das Gesetz Allahs sagt, können wir ruhig diesen Vertrag eingehen im Namen Allahs und seines Gesandten. Aus diesem Hadith können wir auch entnehmen, liebe Geschwister, dass die Jizya nicht nur von Juden und Christen genommen werden darf, sondern auch von anderen Mushrikin, Wallahu a'lam. Wir kommen nun zu einem weiteren Kapitel, in dem es heißt, Babun Maja'a fil Iqsami 'ala Allah. Und zwar geht es in diesem Kapitel darum, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala schwört, dass er etwas tun werde oder etwas nicht tun werde. Das heißt, man sagt, ich schwöre bei Allah, Allah wird das und das machen. Oder ich schwöre bei Allah, Allah wird das und das nicht machen. Bei Allah subhanahu wa ta'ala auf diese Art zu schwören, kann manchmal in Ordnung sein und manchmal eben nicht. Der erste Fall, wir haben drei Fälle. Der erste Fall, man schwört bei Allah, dass er etwas tun werde oder nicht, was sowieso uns schon mitgeteilt worden ist im Koran oder durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dies weist auf die vollkommene Gewissheit des Schwörers hin und ist eine Sache, die in Ordnung ist. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, bei Allah, Allah wird seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Fürsprache am jüngsten Tag gewähren. Oder man sagt, bei Allah, Allah wird niemandem, der Allah etwas beigesellt hat, vergeben. Dinge, die glasklar sind im Koran oder in der Sunna. Der zweite Teil ist, die zweite Art ist, dass man schwört im Sinne eines Wunsches. Man sagt zum Beispiel, bei Allah, Allah wird uns zum Sieg verhelfen. Bei Allah, Allah wird mich in dieser Sache unterstützen. Weil man unglaubliches Vertrauen hat auf Allah und eine reine Absicht hat, erhofft man sich bei Allah, bei diesem Schwur, dass Allah auch diesen Schwur in die Tat umsetzt. Und dafür gibt es folgende Erzählung in Sahih al-Bukhari und bei Muslim. Und zwar Ar-Rabi', die Tochter von An-Nadr. Sie ist die Tante väterlicherseits von Anas ibn Malik, radiallahu anhuma. Möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Sie hatte den Schneidezahn,
das heißt in einer der vorderen Zähne, einer Nachbarin von ihr, kaputt gemacht. Gebrochen. Sie hatte den Zahn ihres Nachbarn zerbrochen. Anscheinend im Kampf, in einer Auseinandersetzung, eine Nachbarin von den Ansar. Daraufhin ging sie vor Gericht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ordnete Al-Qisas an, die Wiedervergeltung. Und die Partei natürlich von Ar-Rabi' und von Anas ibn Malik radiallahu anhum, sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder sie haben den anderen vorgeschlagen, dass sie die Sache friedlich beenden, auf friedliche Art beenden können. Statt Wiedervergeltung, dass sie ihnen zum Beispiel Geld bezahlen oder ehe sie ihnen verzeihen, wie dem auch sei. Doch sie weigerten sich. Sie weigerten sich und dann stand Anas auf, Anas ibn al-Nadr. Das ist ein anderer, nicht Anas ibn Malik, sondern Anas ibn al-Nadr. Offensichtlich der Bruder von Ar-Rabi'. Und sagte: Der Schneidezahn von Ar-Rabi' soll gebrochen werden. Ich schwöre bei Allah, o Gesandter Allahs, der Schneidezahn von Ar-Rabi' wird nicht gebrochen werden. Und er will damit sagen, er will damit nicht das Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückweisen und sagen, nein, das wird eben nicht gebrochen, obwohl du es angeordnet hast. Nein, sondern er hat eben geschworen und gesagt, ich schwöre bei Allah, also ich bin mir sicher, Allah wird nicht zulassen, dass dies geschehen wird. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, o Anas, Allahs Buch schreibt allerdings die Wiedervergeltung vor. Also Zahn um Zahn. Auf Arabisch im Koran, As-Sinnu bis-Sin. Und er sagte aber trotzdem bei Allah, der Schneidezahn von Ar-Rabi' wird niemals gebrochen werden. Wie dem auch sei, als Allah subhanahu wa ta'ala sah und die Leute erkannten, dass Anas sich seiner Sache sicher war, legte Allah subhanahu wa ta'ala in die Herzen dieser Ansar Vergebung und machte ihre Herzen weich und sie verzichteten auf diese Wiedervergeltung. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Inna min ibadillah man law aqsama ala Allahi la abarrah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wahrlich, unter den Dienern Allahs gibt es manchen, der, wenn er bei Allah schwört, dann wird Allah dafür sorgen, dass dieser Schwur in die Tat umgesetzt wird. Und dies gehört zu seinem großen Gottvertrauen und zu seinem starken, ist Teil seines großen Gottvertrauens und seines starken Imans. Wallahu a'lam. Wie auch nicht, wo doch dieser Anas radiallahu anhu zu den Märtyrern gehört, die in Uhud gefallen sind. Noch bevor er gefallen ist, sagte er: Ich rieche den Geruch des Paradieses unterhalb von Uhud, der Berg. Und als er als Märtyrer gefallen ist, fand man über 80 verschiedene Verletzungen an ihm, seien es Speere oder Schwerter, die auf ihn eingeschlagen haben. Und man erkannte ihn nicht mehr. Man erkannte ihn nicht mehr, außer seine Tochter. Entschuldigung, seine Schwester, sie erkannte ihn wieder an einem Finger. So sehr war er verstümmelt worden während dieser Schlacht. Wie dem auch sei, die dritte Art, der es dem Autor zunächst offensichtlich geht, ist die folgende, und zwar, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala schwört, dass er etwas tun werde oder nicht, und dabei allerdings überheblich ist und Allah zuvorkommt und schlecht über Allah denkt. Und dies ist Haram. Dies ist Haram und führt dazu, dass die eigenen Taten vielleicht zunichte gemacht werden. Und hierzu lesen wir folgenden Hadith. Ich lese ihn erstmal auf Arabisch vor. An Jundub ibn Abdillah radiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Faqala Allahu azza wa jalla: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
Rawahu Muslim. Dieser Hadith bei Muslim überliefert worden und lautet wie folgt: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ein Mann sagte einst zu einem anderen: Bei Allah, Allah wird dem so und so niemals vergeben. Daraufhin sagte Allah, der Allmächtige und Ruhmvolle: Wer ist er, dass er bei mir schwört, ich würde dem so und so keine Vergebung zukommen lassen? Ich habe ihm vergeben und deine Taten zunichte gemacht. In einer anderen Version, liebe Geschwister, also lautet es eben, dass die Version von Abu Huraira radiallahu anhu, dass diese Person diesen Schwur gemacht hat, ein Gottesmann war und Allah subhanahu wa ta'ala viel anzubeten pflegte und gottesfürchtig eigentlich war, gläubig war, religiös war. Und der andere war ein Sünder. Und jedes Mal, wenn er zu diesem Sünder vorbeikam, sagte er ihm: Hör doch endlich auf zu sündigen. Und der andere sagte: Lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe, das ist eine Sache zwischen mir und meinem Herrn. Hat Gott dich etwa zu mir als Überwacher geschickt? Und dann sagte er als Antwort: Bei Allah, Allah wird dir niemals vergeben. Und das ist die Sache. Derjenige, der gesündigt hat, hat über Allah gut gedacht, in diesem Hadith, dass Allah ihm doch vergeben werde. Und derjenige, der ihn aufgefordert hat, die Sünden zu unterlassen, hat schlecht über Allah subhanahu wa ta'ala gedacht und gesagt, er wird ihm niemals vergeben. Und deswegen, wenn ein Sünder eine Sünde begeht und dann Tauba macht und danach die Sünde wieder begeht, heißt es nicht, dass die erste Tauba nicht richtig war, sondern die erste Tauba war gültig und von Allah akzeptiert und hat seine Sünden ausgelöscht und jetzt hat er die Sünde wieder begangen. Wenn er jetzt wieder bereut seine Sünde und Allah um Vergebung betet, Allah wird ihm wieder vergeben. Und dies, solange er um Allah um Vergebung bittet und bereut, wird Allah ihm auch wieder vergeben. Und es ist nicht so, dass irgendwie beim 57. Mal Allah sagt, nee, jetzt nehme ich deine Tauba nicht mehr an. Nein, das ist nicht der Fall. Liebe Geschwister, es steht keinem Menschen zu, über einen anderen Menschen im konkreten Fall zu urteilen, es sei denn, er hat einen Beweis aus dem Koran oder aus der Sunna. Was wollen wir damit sagen? Grundsätzlich müssen wir glauben, weil es Teil des Koran ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem Mushrik niemals vergeben wird. Das ist zweifellos der Fall. Aber die Frage ist, darf ich mit dem Finger auf eine Person XY zeigen und sagen, Allah wird dir niemals vergeben? Die Antwort ist natürlich nein. Weil erstens der Hadith dafür ist der Beweis und zweitens, oder die Begründung dafür ist, weil ich weiß doch gar nicht, ob diese Person in diesem Zustand sterben wird. Oder ob sie nicht vorher Tauba macht. Und deswegen, selbst wenn sie, gestorben ist, kann ich nicht sagen, sie wird in der Hölle sein. Oder sie ist in der Hölle. Das weiß ich alles nicht. Das gehört zum Verborgenen. Wir können sagen, wenn er als Mushrik gestorben ist, wird er in die Hölle gehen für immer. Zweifellos. Aber trifft dieser Fall auf diese Person zu, das weiß Allah subhanahu wa ta'ala am besten. Ja? Und im konkreten Falle urteilen wir nur, wenn wir es wissen. Jetzt könnte jemand sagen, ja gut, was soll das Ganze, das ist alles Theorie, in der Praxis müssen wir doch wissen, wer Muslim ist und wer Kafir ist. Natürlich, wenn jemand nach dem offensichtlichen Verhalten als Nicht-Muslim gestorben ist, dann gehen wir davon aus, dass er Nicht-Muslim war, in dem Sinne, dass wir weder für ihn beten, dass er seine muslimischen Verwandten nicht beerbt und nicht umgekehrt und so weiter und so fort, was eben dazugehört, wird auch nicht in dem Gräber der Muslime und weiß nicht was begraben. Aber wir können nicht urteilen über das, was Allah jetzt mit ihm machen wird. Warum? Weil wir es nicht sehen können. Wir können aber sehr wohl sagen, wenn er als Mushrik gestorben ist und wenn Allah subhanahu wa ta'ala eben, und Allah weiß ja am besten Bescheid, ob diese Person den Islam kennengelernt hat überhaupt auf die richtige Art und Weise. Wenn das der Fall ist, selbstverständlich, wenn sie dann sich entschieden hat, als Mushrik zu sterben, wird Allah ihr niemals vergeben. Allah sagte, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah sagte im Koran, wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Und das Problem eben dieser Person war, wallahu a'lam, dass sie überheblich geworden ist. Und indem sie zu der anderen Person sagt, Allah wird dir niemals vergeben, als hätte sie die Vergebung in ihrer eigenen Hand. Als würde sie bestimmen, wer vergibt und nicht vergibt. Und diese Person erhebt somit
in gewisser Art und Weise Anspruch auf Göttlichkeit, und das ist das Problem, und das zeigt, warum diese Handlung im Widerspruch steht zum Tawhid, oder zumindest in der Hinsicht, dass sie den dass sie dass der Tawhid nicht vollkommen ist bei solch einer Person. Dann heißt es weiterhin im Autor, sagte: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. Im Hadith von Abu Huraira, in der Version von Abu Huraira radiallahu anhu, heißt es, dass derjenige, der geschwört hat, war ein Abid. Das heißt, eine Person, die Allah subhanahu wa ta'ala viel anzubeten pflegte. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, er ließ ein Wort von sich, das sowohl sein Diesseits als sein Jenseits zerstört hat. Und hier in dieser Sache erkennen wir, liebe Geschwister, den Unterschied zwischen einem Abid und einem Alim. Ein Abid, diese Person, die zwar viele Gottesdienste verrichtet, aber sie ist nicht gelehrt in Bezug auf, was sie sagen darf oder nicht sagen darf, und kann dadurch alle seine Taten, ihre Taten, zunichte machen. Und aus diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir, dass wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: An-naru al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi. Das Paradies ist euch näher als eurem eigenen Schnürsenkel und die Hölle ebenfalls. Mit einem eigenen einzigen Wort, liebe Geschwister, kann man in den Islam eintreten. Und mit einem einzigen Wort kann man austreten. Und mit einem einzigen Wort kann man Allahs Vergebung erlangen. Und mit einem einzigen Wort kann man auch seine eigenen Taten, die man 50 Jahre lang gemacht hat, alle auf einmal verlieren. Wir kommen nun, liebe Geschwister, zum letzten Kapitel für heute. Und zwar lautet es auf Arabisch: Babun la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Man darf nicht um die Fürsprache, Shafa'a Allahs, bei seinen Geschöpfen bitten. Also gemeint ist nicht schwören bei den Geschöpfen. Gemeint ist eben, dass man zu einem Geschöpf geht und ihn um Allahs Fürsprache bittet. Und es geht darum, dass man Allah subhanahu wa ta'ala um Fürsprache bei den Geschöpfen bittet. Und das ist eine Sache, liebe Geschwister, die natürlich dem Tawhid im Widerspruch, im Tawhid Widerspruch steht, weil es natürlich muss umgekehrt der Fall sein. Man sucht die Fürsprache zu Allah und nicht die Fürsprache von Allah zu irgendeinem Geschöpf. Als stünde dieses Geschöpf über Allah subhanahu wa ta'ala. Dazu lesen wir folgenden Hadith von Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu. Er sagte auf Arabisch: Ja'a a'rabiyun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah nuhikat al-anfus wa ja'a al-iyal wa halakat al-amwal fastasqi lana rabbak fa inna nastashfi'u billahi alayk wa bika 'ala Allah. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: Subhanallah, subhanallah. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. Und das ist der Hadith-Teil, den er erwähnt hat. Der Autor, dieser Hadith, liebe Geschwister, lautet auf Deutsch folgendermaßen: Ein Wüstenaraber kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Gesandter Allahs, die Menschen sind zugrunde gegangen, die Kinder sind hungrig und der Besitz ist zunichte gegangen. So bitte deinen Herrn, uns etwas Regen zukommen zu lassen. Wir ersuchen die Fürsprache Allahs bei dir und deine Fürsprache bei Allah. Das ist das Problem. Wir suchen die Fürsprache Allahs bei Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Fürsprache bei Allah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Gepriesen sei Allah, gepriesen sei Allah. Und er fuhr damit fort, dies zu sagen, bis dessen Wirkung auf den Gesichtern seiner Gefährten erschien. Dann sagte er: Wehe dir! Weißt du, wer Allah ist? Allah ist gewaltiger als so etwas. Es gibt keine Fürsprache Allahs vor niemanden. Von niemandem. Dieser Hadith, liebe Geschwister, erstens einmal, der ist bei Abu Dawud überliefert und anderswo. Und Al-Albani, rahimahullah, sagte, er ist da'if. Und wie gesagt, der erste Satz ist das Problem. Nastashfi'u billahi alaik. Sie wollten also Allah zur Fürsprache machen, dass sie zu ihrem Propheten sallallahu alaihi wasallam kommen, damit er wiederum Dua macht. Und das ist natürlich nicht der richtige Weg.
sondern der richtige Weg ist, wie es im zweiten Satz heißt, wo nastashfi'u bika 'ala Allah. Das heißt, wir suchen die Fürsprache Allahs durch dich. Ja? Das heißt, also sie wollten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Fürsprache macht bei Allah. Dieser Teil ist in Ordnung. Und der Gesandte Allah nahm ihnen den ersten Teil übel. Irgendwas das Wort Subhanallah, was übersetzt wird mit gepriesen Allah, gepriesen sei Allah, bedeutet im eigentlichen Sinne, dass man Allah subhanahu wa ta'ala freispricht von allem, was ihm nicht gebührt. Das heißt, dass man Allah freispricht von jeder Art von Mangel, jeder Art von Gleichsetzung mit Geschöpfen. Ja. All dies sind Mängel, die Allah subhanahu wa ta'ala freispricht. Also als würde man sagen, hoch erhaben seist du Allah über irgendwelche Mängel. Und auch wenn die Überlieferung daif ist, aber zweifellos, wenn man so etwas macht, weist das darauf hin, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Stellung zuschreibt, die ihm gebührt. Und aus diesem Hadith lernen wir ebenfalls, und aus auch anderen Hadithen, wo das bestätigt wird, dass man ruhig jemanden, der rechtschaffen ist und natürlich lebendig ist, darum bitten darf, dass er Dua machen soll zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das haben die Leute gemacht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da haben sie ihm gesagt, mach Dua zu Allah, dass er uns Regen schickt. Und aber natürlich, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben war, macht es keinen Sinn, den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Regen zu bitten, weil er schon gestorben ist. Das kann es nicht mehr machen. Sondern dann haben die Sahaba was gemacht? Sie sind dann zu seinem Onkel Al-Abbas radiallahu anhu gegangen. Dann haben sie ihm gesagt, O Allah, sie haben dann Dua gemacht, O Allah, wir pflegten Tawassul zu machen. Tawassul ist eine Art Mittel, zu Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Das kann sein, wie kommt man Allah näher? Durch viele Sachen. Unter anderem, indem man betet, indem man fastet. Das sind die bekanntesten Formen von Tawassul. Deswegen gibt es das die erlaubte Form von Tawassul. Und sie sagten, wir versuchten dir immer näher zu kommen durch deinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, sodass du uns Regen schickst, weil er zu dir Dua gemacht hat. Und jetzt, Klammer auf, nachdem er gestorben ist, Klammer zu, versuchen wir dir näher zu kommen durch seinen Onkel Al-Abbas. Das heißt, dann sind sie zum Onkel gegangen, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas, und haben zu ihm gesagt, bitte mach Dua zu Allah, dass er den Regen zu uns hinabsendet. Und das ist eine Antwort auf diejenigen Leute, die behaupten, dass man die solche Sachen immer noch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erbitten darf. Und das ist natürlich falsch, denn die Sache ist alles in Allahs Hand, und es ging lediglich darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine besondere Stellung hat. Und wenn er Dua macht, ist es nicht so, wie wenn wir Dua machen. Und nachdem er aber gestorben ist, kann er kein Dua mehr machen. Und die Tatsache, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, im Grab ist und ein Hayat Barzakhiyya hat, das heißt, er lebt auf eine Art und Weise, die diesem Zustand gebührt. Allahu a'lam, wie dieses Leben ist, heißt noch lange nicht, dass er Dua machen kann zu Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Zustand, und heißt noch lange nicht, dass er uns hört, wenn wir ihn rufen, sondern das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das Leben im Diesseits vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist abgeschlossen, er ist verstorben, und dann beginnt jetzt für ihn das Leben des Jenseits, und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Dieser Hadith über Al-Abbas, den ich gerade eben erwähnt habe, vom Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist bei Al-Bukhari überliefert. Und auch sagt der Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, dass diese Geschichte, die überliefert wird, dass ein Mann, dass ein Beduine zum Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte Assalamu alaikum, o Gesandter Allahs, ich habe gehört, dass Allah gesagt hat, und dann erwähnte er die Aya 64 von Surat An-Nisa, und wollte dies in diesem Sinne umsetzen. Und zwar, da heißt es sinngemäß, wenn sie, nachdem sie sich Unrecht zugefügt haben, zu dir gekommen werden und Allah um Vergebung gebeten hätten und der Gesandte auch für sie um Vergebung gebeten hätte, dann hätten sie Allah Reue annehmend und barmherzig vorgefunden.
Und diese Erzählung wird als Beweis verwendet, dass man auch heute noch zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen darf und zu ihm sagen darf: O Gesandter Allahs, bitte für mich bei Allah um Vergebung. Und diese Geschichte, sagt der Sheikh Uthaymin, ist batila, diese Riwaya, ist nichtig, überhaupt nicht authentisch. Und auch erstens deswegen, das ist schon der Kern des Ganzen, die Person, die das gesagt hat bei dem Grab, wir wissen nichts über sie. Wir wissen nichts über sie. Da können die Leute, die die Geschichte überliefert haben, noch so vertrauenswürdig sein. Aber die Person, die das gesagt hat, ist für uns unbekannt. Wir wissen nicht, wer das war. Und eine unbekannte Person ist für uns kein Vorbild. Vielleicht für andere Leute, aber nicht für die Muslime. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.